Die Ergebnisse der OECD-PISA-Untersuchung 2012 sind am Mittwoch, dem 3. Dezember, auf internationaler Ebene vorgestellt worden. Alle Pressekonferenzen fanden in den Hauptstädten der 65 Länder, die an der Studie teilgenommen haben, gleichzeitig um 11 Uhr statt. Am Tag danach im Palais Widmann in Bozen wurden die Ergebnisse der PISA-Studie für die 15-jährigen Schüler der drei Sprachgruppen in Südtirol vorgestellt. Südtirol hat nun zum vierten Mal an dieser Untersuchung teilgenommen. Es geht darum, die Stärken, aber auch die Schwachpunkte der Schule in Südtirol von externen Experten evaluieren zu lassen und damit Anhaltspunkte für eine zukünftige Schulpolitik zu erhalten. Auf der Pressekonferenz sind die ersten Ergebnisse vorgestellt worden. Die Studie betraf 15-Jährige aus Gymnasien, Fachoberschulen, Lehranstalten und Berufsschulen in drei Bereichen: Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. Zum ersten Mal wurden auch Tests in fachübergreifende Bereiche durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2014 vorliegen. Die Evaluationsstellen der drei Bildungsressorts des Landes werden die Ergebnisse der Studie genau untersuchen und sie an alle Beteiligten weiterleiten. Bei der Vorstellung verwies Christian Tomasini, Landesrat für die italienische Schule, auf die Bedeutung, die der PISA-Studie auf nationaler und internationaler Ebene zukommt. Diese Erhebungen ermöglichen es, ein immer aktuelles Bild der Schule zu haben und können dadurch sehr zur Verbesserung beitragen und den Schülern zu einer Zukunft mit mehr Möglichkeiten verhelfen. Diese ersten Ergebnisse der PISA-Studie können, was die italienische Schule betrifft, nicht zufriedenstellend sein, sie sind aber auch keine große Überraschung. Landesrätin Sabine Kassler-Damur, zuständig für die deutsche Schule, war hingegen mit den Ergebnissen der Studie sehr zufrieden. In allen drei Bereichen hat es Verbesserungen gegenüber der vorhergehenden Untersuchungen gegeben. Ein großes Lob also in erster Linie an alle Lehrpersonen. Ich bin sehr zufrieden mit den heurigen PISA-Ergebnissen von 2012. 2006 hatten wir ein super Ergebnis. 2009 haben wir einen kleinen Dämpfer gekriegt, weil die Ergebnisse zurückgegangen sind. Jetzt weiß ich, dass wir wieder im Aufwärtstrend sind. Wir haben in allen Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen als Schule mit deutscher Unterrichtssprache in Südtirol zugelegt und sind in allen Bereichen signifikant über dem OECD-Durchschnitt, was mich schon sehr, sehr freut. Gestern kursierten die Meldungen über das Landesmittel, nachdem die anderen Schulen im Land etwas schlechter abgeschnitten haben, hat uns das mit nach unten gedrückt. Heute darf ich hier sagen, wir haben überall zugelegt. Wir sind noch nicht überall so gut wie 2006, aber wir schlagen Österreich in allen Bereichen, wir schlagen Deutschland bei den Naturwissenschaften und wir sind auf sehr gutem Weg. Mich freut es, dass sich unser Bildungssystem in so einer Situation mit solchen Erfolgsergebnissen demnächst übergeben darf. Ähnlich zufrieden war auch Roland Werra, Schulamtsleiter für die Ladinische Schule, der in Vertretung von Landesrat Florian Musner anwesend war. Ja, sicher sind es sehr gute Erfolge, insbesondere bezogen auf das Lesen. Da haben wir sehr große Fortschritte gemacht und wir sind ziemlich signifikant vorne. Auch Mathematik haben sich die guten Resultate der letzten Jahre bestätigt. Und in den Naturwissenschaften sind wir Zweite. Also das ist für ein kleines Schulsystem wie das Ladinische ein großer Erfolg. Die Ergebnisse findet man im Detail im Internet unter www.oecd.org/PISA.